Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lernstefan natürlich mal wieder zum vorerst letzten Vorbericht in der Saison 2019-2020. Unser SK Sturm trifft in der letzten Runde der österreichischen Bundesliga-Meistergruppe auswärts auf den WAC in Runde 32 und ja, da entscheidet sich's, ob wir am Ende auf Platz 4 oder auf Platz 5 in der Tabelle stehen. Und ja, es kann schon die Vorentscheidung für den Europacup fallen bei unseren Blackies. Also nicht so ganz, aber zumindest, ob man in der dritten Runde noch einsteigen kann in der Qualifikation zur Europa League. Oder ja, ob man noch ein bisschen Überstunden quasi machen muss. Denn wäre oder würde unser SK Sturm beim WAC jetzt nicht gewinnen und am Ende Fünfter werden, ja, dann hätte man nochmal zwei Partien auf dem Programm, und zwar gegen den Sieger aus dem Duell der unteren Gruppe, also der Jödlergruppe, zwischen Rapid und Mattersburg. Die treffen im direkten Duell aufeinander und der Sieger, der spielt dann gegen den Fünften aus der Meistergruppe. Also sprich, in diesem Fall wäre es dann Sturm. Also, ja, ich persönlich bin ehrlich gesagt da auf zwei weitere Partien nicht unbedingt scharf. Okay, zwei Duelle gegen Rapid, das hätte schon was, aber ich muss es ehrlich gesagt nicht haben. Ich für meinen Teil bin eigentlich auch ganz froh, wenn die Saison dann endlich mal vorbei ist. Das war schon ein bisschen nervenaufreibend. Und ja, einfach gegen den WRC gewinnen und auf Schützenhilfe vom Lars hoffen. Die haben allerdings ja jetzt kurzfristig ja noch ein Testspiel gehabt gegen den FC Chelsea. Also ja, ganz kuriose Sache. Die sind da extra eingeflogen worden nach London, um eben quasi ja als Vorbereitungsgegner für das Europa-League-Finale zwischen Chelsea und Arsenal zu fungieren. Also Zusatzbelastung, die man sich eigentlich hätte sparen können. Natürlich hat sich sicher finanziell ausgezahlt, aber klar, für den Ligabetrieb ist es jetzt nicht unbedingt. Für den Ligabetrieb ist es da jetzt nicht unbedingt ja förderlich, dass das Ganze ja jetzt so abläuft. Aber auf jeden Fall sind wir, wenn wir es nicht packen, selber schuld. Vielleicht noch zu erwähnen ist, dass wenn wir die Quali jetzt schaffen sollten, also den fünften Platz, und dann uns auch in den zwei Duellen gegen Rapid oder Mattersburg durchsetzen, dass wir in der zweiten Runde einsteigen in der Europa League Qualifikation. Also wie gesagt, so oder so, wie man es dreht, es wird auf jeden Fall schwer. Und ja, ich hoffe einfach, dass die Jungs sich nochmal zusammenreißen, egal was auf dem anderen Platz passiert. Wichtig wird sein, dass unsere Burschen ja die Leistung bringen. Wenn es eine Chance gibt, was zu holen, ist es derzeit sowieso nur auswärts. Und ja, ich bin guter Dinge, weil der WAC ja eigentlich schon durch ist. Also dass vielleicht da trotzdem, obwohl es schon traurig ist, dass man sich darauf auf das bisschen spekulieren muss. Ja, eben, dass die Wolfsberger vielleicht nicht mehr so hundertprozentig motiviert sind. Ich glaube aber, die wollen vor eigenem Publikum ja gegen den Nachbarn aus Graz auf jeden Fall auch eine gute Performance abliefern. Von dem her wird uns nichts geschenkt werden. Und ja, ich glaube, möglich ist trotzdem noch alles. Und ein vierter Platz, würde ich sagen, ist dann unterm Strich, wäre unterm Strich eine normale Saison für Sturm. Also nichts Überragendes, aber jetzt auch nicht unterirdisch. Der vierte Platz ist normalerweise die Tabellenplatzierung, wo ich für mich sage, okay, das ist für Sturm in Ordnung. Nicht berauschend, aber eben auch nicht extrem schwach. Und ja, hat ja auch schon schlimmer ausgesehen, muss man auch dazu sagen, in dieser Saison. Personell gibt es nichts Neues, alle sind fit, keiner gesperrt oder sonst was. Also Melich kann aus dem Vollen schöpfen. Bei der Aufstellung, klar, wie immer wird da ein bisschen rumrotiert wahrscheinlich werden. Mal schauen, ob es vom System wieder ein 4-1-4-1 wird oder vielleicht doch ein bisschen offensiver. Mal gucken, ich lasse mich da überraschen. Bin auf jeden Fall auch noch gespannt auf eure Kommentare. Schreibt mir bitte rein, was ihr zur morgigen, zur sonntägigen Partie sagt. Packen wir es in Wolfsberg, holen wir uns noch Platz 4 oder müssen wir uns mit dem fünften Platz einfach mal abfinden? Und vor allem, schaffen wir es überhaupt dann nachher noch in den Europacup, also schaffen wir es in der Quali? Ich persönlich würde mal vermuten, mit dem aktuellen Kader eher nein. Da muss ich schon ein bisschen was tun. Also schauen wir einfach, was die nächsten Tage, Wochen und so weiter bringen. Von dem her war es das jetzt auch schon wieder von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei TheLandsTV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die schwarzen Gamma-Burschen, alles aussehen nochmal und bis dann. Ciao, ciao.